Potencia y vitamina para Dios. ¡Qué hombre! ¡La robo de noche y la vendo de día, Mario! ¡Yepa! Ciao Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich verweile derzeit in den Ferien auf Mallorca und nein, ich verbringe meine Zeit nicht in El Arenal am Ballermann oder in Magaluf, sondern genieße die Sonne und das Meer an einem der vielen wunderschönen Strände hier. Ich bin nicht zum ersten Mal auf der Insel und wollte schon lange die wunderschöne Natur hier entdecken. Deshalb habe ich bereits im Vorfeld geschaut, ob ich in der Nähe von meinem Ferienort ein halbwegs vernünftiges E-Mountainbike leihen kann. Ich bin dann bei IMTB Mallorca in Palma Nova fündig geworden und habe mir dort ein E-Folie von Cube reserviert, welches ich nun gleich abholen gehen werde. Was mich natürlich genau erwartet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch nun ganz viel Spaß beim Anschauen von dem Video. Sorry guys, car or bicycle? Also. So, liebe Zuschauer, das erste Uphill-Stück ist gemacht. Die Straße haben wir hinter uns gelassen und ja, jetzt denke ich, muss ich mein Fahrrad darüber tragen und ja, dann können wir einsteigen hier in die wunderschöne Natur auf Mallorca. Let's go! Herrlich! E-Mountainbiken auf Mallorca. Ein Träumchen für mich. Ich fahre hier übrigens auf dem Fahrrad in Größe L, fahre ja normalerweise M, aber geht auch. Sattel ist zwar ein bisschen hoch, aber ja, geht schon. Geht. Und jetzt denke ich, fahren wir von hier Richtung Antennen von Calvia, damit wir ganz hoch auf den Berg kommen. Ich weiß zwar nicht, ob es hier lang geht, aber wir probieren es mal. Die Steine sind hier natürlich ziemlich spitz. Boah, mir läuft der Saft schon runter, aber das wollte ich ja, genau das wollte ich ja. Herrlich. Die Antennen von Calvia. Hier auf Mallorca. Steinig ohne Ende hier, aber naja, hab's nicht anders erwartet. Wie viele Wurzeln und Steine hier. Aber genial. Herrlich. Schaut euch diesen wunderschönen Ausblick von hier oben an. Da unten sieht man schön Portal Nu. Grandios. So, wir fahren weiter. Juhu! Ein bisschen langsam machen. Keine Ahnung, was da alles so kommt. Ich habe nicht mal einen Ersatzschlauch dabei. Falls ich einen Platten kriege, stecke ich hier in der Pampas fest. Muss nicht sein. Und es ist rutschig hier. Liebe Zuschauer, schaut euch den Ausblick von hier auf Palma runter an. Mit wilden Bergziegen, die keine Angst vor mir haben und scheinbar genauso wie ich die Natur genießen wollen. Herrlich. Die scheint zu antworten. Da ist die Ziege wieder. Vorher. Herrlich. Genau sowas haben wir doch gesucht. Es wird wahrscheinlich schon runtergehen. Abenteuerlich. Jawohl. Stein hängen geblieben. Bitte alle. Hier muss ich jetzt echt langsam machen. Hier in der Pampas liege, wird es schwierig, mich zu finden. Ei, ei, ei. Ist immer dichter hier. Ja, 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 ja.
Wow, genial. Boah, das ist anstrengend. In der Hitze hier. Und ich habe keinen Plan, wo ich rauskomme. Hey, hey, hey. Jetzt wird's abenteuerlich. Das nenne ich doch mal einen Trail. Jetzt vermisse ich natürlich meine Enduro-Bereifung hier. Deshalb müssen wir logischerweise, und erst recht, weil es ein Leihbike ist und ja, ich den Trail nicht kenne, etwas langsamer machen. Jetzt wird's richtig eng hier. Hier bin ich jetzt gerade runtergefahren gekommen. Es ist wie so eine Schlucht auf so einem wirklich total schmalen Single Trail. Links und rechts. Hohe Felsen, richtig genial. Ich liebe sowas hier. Ja, liebe Zuschauer, vielleicht noch ein paar Worte zu meinem Leihbike. Das ist ein Cube Stereo Brit 140 Race. Müsste Modelljahr 2021 sein mit dem 625er Akku. Bosch Performance Line CX Motor. Vierte Generation, also noch nicht im smarten System. Erkennt man klar am Controller und noch am alten Kiox. Genial. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Finale Ligure. Sucht ihr den Weg zurück runter ans Meer, ohne über die Straße zu fahren. Herrlich. Und sieht auch so ähnlich aus von der Vegetation. Ist ja auch gar nicht so weit entfernt, ne? Ich da bloß dachte, drüber fahren zu können. Im ersten Moment, keine Ahnung, sah so aus, als könnte man es überrollen. Okay. Wo kommt... Alter, ich will doch nicht in den Tunnel. Ja, liebe Zuschauer, der Weg endet hier leider. Und in diesen kleinen, dunklen Tunnel werde ich garantiert nicht reinkriechen. Schon gar nicht mit meinem Fahrrad. Deshalb müssen wir jetzt hier leider umdrehen. So, wir sind wieder unten. Und ich fahre jetzt hier rechts auf die Autobahn. Nein, natürlich nicht. Puh. Ja, liebe Zuschauer, ich bin zurück von meiner Tour mit dem Leih-MTB. Ich bin von Palmanova hoch auf den Berg zu den Antennen von Calvia gefahren, bin dann oben auf dem Bergkamm Richtung Palma gefahren, habe dann die wunderschöne Aussicht nach Palma runtergenossen. Im Anschluss habe ich mir einen Singletrail gesucht, der mich wieder hier runter nach Portal Nu geführt hat. Mir hat super gut gefallen. Ich kann also jedem nur empfehlen, hier nach Mallorca zu kommen, Fahrrad zu fahren, baden zu gehen, was auch immer ihr machen möchtet. Die Insel ist wunderschön. Mit dem Fahrrad hatte ich auch absolut gar keine Probleme. Das hat hervorragend geklappt. Ich habe für den halben Tag, sprich für
4 Stunden 50 Euro gezahlt. Ja, und jetzt hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut, und schöne Zemme und ciao, ciao. Ja, liebe Zuschauer, ich bringe jetzt das Fahrrad zurück und dann fahre ich ins Hotel, hole meine Badesachen und gehe an den Strand.